Hallo, guten Abend. Kannst du bitte die Finger das nächste Mal nicht so nah an meine Nase bringen? Das war gerade Ich echt. hab's nicht gesehen, ich sehe gar nichts. Guck mich gefälligst an, wenn ich mit dir Ja, rede. tu ich doch, aber man sieht es nicht. Ja, das ist Daniel. Ich bin's. Abubakar. Ich hab die Haare schön, ich hab Was die ist Haare passiert? schön. Ja, wir hatten ja gesagt, die Haare müssen weg, die alten. Also habe ich mir Extensions organisiert, neue halt. Er sieht grandios Ich aus. werde nur noch auf der Straße mit Wolfgang, Wolfgang, Hölle, Hölle, Hölle angesprochen. Ich finde das gut. Ich sehe so ein bisschen aus wie unser Philipp Buron. Der macht dann immer so. Ich habe die Haare. Der hat auch wirklich solche Haare. Ja, fast. Ich muss die ganze Zeit auf unseren Preview-Monitor gucken, weil es. Ich Ja. meine, so vom Nahen ist es Hier vorne hängt so halt. eine Powerlocke, glaube ich. Ne? So, guck mal hier. Da hängt nicht nur eine Powerlocke. Nee, stimmt, da hängen ein Das paar sind Powerlocken. Aber ist eine egal, ich bin ja auch anonyme ein Powerlocke. Power-Typ. Ich Heiß. find's aber echt toll. Ja, finde ich auch. Ich überlasse es dir. Du überlässt es mir, ja. Nein, ich habe mir diesen Spaß gegönnt, weil man muss ja sagen, wir hatten ja in diesem wunderbaren Call of Duty 6 Modern Warfare 2 Speedrun irgendwie gewettet, dass ich ihn unter 4 Stunden schaffe. Ich habe eine schlechte Nachricht eigentlich sogar für dich. Eine schlechte. Ja, die Warum da eine ist, schlechte? ich habe es in 4 Stunden geschafft, wenn man alle Videosequenzen wegdrückt. Ja, aber das haben wir nicht ausgemacht. Ja. Aber du hast recht. Ja, eigentlich hättest du ja Eigentlich gehören ja recht. Videosequenzen jetzt nicht unbedingt zum Speedrun dazu, ne? Ja, du Aber hast ja Schwamm recht. drüber ist ja jetzt auch eh zu spät, muss man einfach mal so klar sagen. Ich habe es halt einfach gewagt und der Mase hat sich schon mal die Mühe gemacht und so ein Bild erstellt. Ein Blick in die Zukunft. Genau, das hat er allerdings gemacht, bevor ich zum Friseur gegangen bin und vielleicht guckt ihr euch das mal eben an. Ihr findet es bei ihm im Profil, glaube ich, Ja, ne? richtig, in meiner Galerie. In der Galerie Musste sein. drinnen. Aber vielleicht können wir es auch hier kurz zeigen. Das Ganz wäre voll genau, aber toll. die Regie kann das bestimmt gerade mal eben auf den Stream legen. Genau. So sollte ich also in deiner Ungefähr. Fantasie aussehen. Ich finde, die Glatze könntest du Marcel Reich-Ranicki geklaut haben. So in etwa. Ja, ist aber nicht. Das war. Von wem hast du die Ich geklaut? weiß nicht, irgendein Random. Irgendein Random. Irgendein Random. Klaust irgendein Random und packst sie mir auf den Kopf, weil du weißt, du hättest einen Promi genommen. Hätte ich ja noch nicht mal was gesagt. Aber du kannst doch nicht irgendein Random Ja, doch, klauen. ich fand seine Glatze voll toll. Ja, Der war, die war so glatt rasiert und hat so ich schön wollte gerade sagen, geglänzt. glänzt auch vor allen Dingen richtig schön. Frisch poliert hier, so wie Marty McFly. Immer schön so drüber. Auf jeden Fall habe ich leider, man muss ja sagen, ich bin ja ein. Ich wollte sagen, ich bin ein Geburtsfehler. Nein, das wollte ich jetzt nicht Nein, sagen, ist er aber nicht. so ähnlich meinte ich das, weil ich bin ja mit einer Saugglocke auf die Welt geholt worden. Jetzt fragst du dich, was ist eine Saugglocke? Ich kenne das nur von Toiletten. Ja, so ähnlich ist das beim Baby auch, richtig. Und zwar ist das bei den Babys, die nicht raus wollen. Ja, ich wollte nicht. Ich wusste schon, warum. Ich wusste War schon, diese im Welt ist Mutterleib. so schlecht. Ich habe mich an allem festgehalten, was es gab. Ja, aber der Arzt, so voll der Arsch, der nimmt dann diese komische Zange. Komm her, du kleiner Scheiße, und zieht dich dann einfach eiskalt raus und du kannst nichts dagegen machen. Und er hat meinen Kopf dabei nicht unbedingt sachte behandelt, hat meine Mutter gesagt. Ja, Das also ich habe dann heißt. auch direkt geschrien, als ich rauskam. Die meisten Babys tun das ja. Ja. Aber ich habe richtig geschrien. Und ja, mein Kopf ist seitdem etwa ungefähr so dachförmig gebaut. Also ich habe ne, eine gerade Seitenwand an beiden Seiten, wo die Ohren auch dran so hängen. Also das eine ist ein bisschen größer als das andere, aber das ist ja nicht weiter schlimm. So, dann geht es so ein bisschen schräg, dann nochmal eine Schräge und oben habe ich dann so eine Kante wie bei diesen Alien-Filmen, diese Aliens, die dann in der Mitte hier diese verstärkte Panzerung haben, diese Platten, die so Du übereinander meinst liegen. bei Star Trek, so wie Commander Worf oder Ja, was? so ähnlich. Bloß der hat ja dann noch diese krassen Adern dazwischen hier Ja, und die so. Falten. Genau. Die habe ich nicht. Also die Falten Nein, könnte du ich vielleicht bist in 30 blöd. Jahren haben, aber und ich bin natürlich nicht so braun wie er, aber diese Rille in der Mitte, die habe ich auch. Und ich bin halt zum Friseur gegangen am Wochenende, weil ich ja gesagt habe, ich löse meine Schulden ein, die Haare müssen weg. Das hier ist jetzt nur Schutz gewesen, damit ich nicht auf der Straße sofort von jedem angesprochen werde. Und Ich bin gespannt. wollen wir es echt machen? Nee. Also haltet euch bitte zu Hause fest. Am besten macht ihr vielleicht den Monitor schon so Finger auf den Ausknopf, weil ich garantiere für keinerlei Schäden. Ich guck. Ich Din, 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 din. Woo! Dun. Ihr seht es schon, ja, da unten. Die Haare, sie kommen langsam. Jetzt ein bisschen von hinten. You can leave your hat on. Woo! Das ist wie bei Shampoo waschen. You can. Bam! So sieht's Oh. aus. Jetzt habe ich das halbe Mikro noch mit weggerissen, weil sich das in den Haaren verfangen hatte. Ich muss. Ja, Erstmal. und. Ich habe keine F-Tasten. Klick, Danke, klick, danke. klick, klick. So, die kommt hier oben an die Ecke. Großartig. Ja, ne? Und wenn du jetzt guckst, dann siehst du nämlich, warte mal, wie muss ich mich drehen? So ein bisschen. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen. Ich habe hier in der Mitte, geht das so, So zack, spitz? so spitz zusammen. So rum. Ich kenne noch. Aber das, Ja, also. ist das jetzt zu Und sie gemein? glänzt schön. Ja, also, aber sie fühlt sich auch unglaublich erotisch an. Ja, so ähnlich. Ach, sind das hier die Con-Heads? Genau, das sind die Coneheads. Hier, Das sind die warte. Con-Heads. Ja, naja, ganz so schlimm ist es dann ja nicht. Ganz so spitz läuft es, Komm Gott mal sei Dank. hier.
Ganz so spitz läuft es dann ja doch nicht zusammen. Und vor allen Dingen habe ich nicht so ein bescheuertes Grinsen wie der Typ. Das ist Dan Aykroyd. Ja, ich weiß. Ich weiß. Cool. Ich kenne den Film. Ich habe den sogar mal gesehen. Und darüber die Frage, wie hoch ist deine Kuh? 23, ich bin ein Brot. Bernd, das Brot. Ja, so ähnlich. Ja, also willkommen auf jeden Fall zur Hornshow. Wir haben heute...